auf sorry, Chat, keine Ahnung, was das war. Auf einmal ist mein OBS zugegangen. Und ja, ihr wart weg. Und ich so, hä? Ich war so, what the hell? Aber theoretisch, ich hoffe, ihr hört mich jetzt auch wieder und alles ist gut. Ich mach mal kurz was. Ja, okay, das klappt zum Beispiel. Was? Hä? Ja, also mal davon abgesehen, dass ich gerade einen OBS-Crash hatte, aber ich stehe gerade in O2. Und da war gerade die Leiche von Sola und ich wollte die reporten. Und in dem Moment, wo ich auf den Report-Button drücken möchte, verschwindet die Leiche wie auf magische Art und Weise vor meinen Augen. Und ich bin mir relativ sicher, dass ich gesehen habe, wie Yuki diesmal keinen Salat gegessen hat, sondern den guten Solanum. Ja, genau. Und mit im Raum war übrigens auch Lavakeller. Der dürfte das bestätigen können, dass das passiert ist. Nee, nee. Wenn man auf jemanden gegesst hat und dieser stirbt im Meeting, kriegt man dann sein Vot nicht eigentlich wieder? Nee, habe ich nicht. Nein, kann ich nicht. Dizzy, wenn ich dir sage, ich kann nicht voten, kann ich nicht voten. Ja, ich glaube es auch. Ja, sorry, dann wird das jetzt wahrscheinlich durchlaufen, weil, keine Ahnung. Oder Dragon muss noch voten. Weiß nicht, ob was dann passiert mit meinem Boot. Ah, nice. Die Discord-Quelle wird nicht abgespielt. Oh, sorry. Vielen Dank für den Hinweis, Proto. Irgendwie, ich hatte halt vor uns das so eingestellt, dass ihr das Discord erstmal noch nicht hört. Und jetzt habe ich das halt, also das war, als ich mein OBS gestartet habe. Und ich habe das gar nicht mitgekriegt, dass das jetzt immer noch so war. Aber vielen, vielen lieben Dank für deinen Hinweis. Alles klar, aber jetzt müsstest du, also jetzt hörst du ja gerade nichts, doof ist ich, aber du müsstest dann die anderen wieder hören beim nächsten Meeting. Ich hoffe ja, ich überlebe so lange. Mal gucken. Oh. Lass es regnen. Ah, überlege. Okay. Also, Dizzy liegt unterhalb von O2 draußen an diesem in der Pinole, wo man das Labyrinth macht. Und Sehr gut, Blatt Dankeschön. ist weggerannt. Ne? Ja. Nee, bin ich. Wie kommst du jetzt darauf? Na, weil ich dich gesehen habe. Stimmt doch gar nicht. Du bist erst da drin an mir vorbeigerannt und draußen habe ich dich dann von Dizzy wegrennen sehen. Allerdings, Wolfi, Hallöchen, oder ist es? Alter, Nein, ich bin Mayor. als Ich ich bin rausgelaufen kein bin und du Imposter. standst da, bevor du weggelaufen bist, war die Leiche ja nicht erst frisch umgekippt, sondern lag da. Also glaube ich, dass du dich gerade versuchst, verdächtig zu machen. Also würde ich dich jetzt nicht voten. Ich sag doch, ich war es nicht.
Und wo Das bist du? heißt also, wenn Blood es nicht war, aber sich versucht verdächtig zu machen, gehst du davon aus, dass Blood Jester ist, Sidrix, Naja, oder so was? sieht es zumindest gerade für mich aus. Warum zur Hölle rennt Okay. er? Also Ich wie gesagt, sag ich auch, habe ihn dass ich halt. es nicht war. Und wo bist du? Ich bin gerade auf dem Weg zum Atemraum. Bonn? Ich bin gerade in Atmen. Also war es ein Morphling, der da weggerannt ist. Wie gesagt, ich würde dich jetzt auch nicht voten, weil selbst wenn es halt nicht, wenn es der Morphling war, so hast du einen Morphling, Pech gehabt, Ja, habe ich wäre auch wahrscheinlich den Mörder Quatsch. wegrennen sehen. Wenn du es doch warst, bist du eventuell Jester, deswegen vote Wie ich dich mein jetzt, Bot weil ich einfach dich jetzt nicht nochmal gesehen habe. postet, dass ich live bin. Wo ist denn Lasse? Genial. Weil das habe ich irgendwie nicht mitbekommen. Am Na, da wo Pilot der vor Boiler Room O2. ist, wenn du da rausgehst und willst Richtung Weapons und Comms gehen, da unten ist doch so eine kleine Ja, ja, Periode, da ja, machst du so ein ja. Labyrinth. Genau an dem Ding, da liegt er. Ich hätte Kann eine ich Ona Stiele. rausnehmen, weil ich meine, sie steht im Office. Und Wollte eine weißt spielerische du auch Frage. warum? Können Kinder keinen Müllschacht öffnen und zumachen? Nee. Weil du, Ja, danke. Die genau. sind zu klein. Ich stehe davor als Kind und ich will die ganze Zeit, ich Du wundere bist noch mich. zu klein. Du Ja, musst noch okay. größer Genau. werden. Nach Du dem musst Meeting erwachsen kannst werden. du's. Danke, ich wollte das nur wissen. Das war Wer jetzt wollte einfach. mich jetzt rausnehmen? Hellhound war das, glaube ich, ne? Nee, nee. Was Dragon. jetzt? Dragon. Und zwar, ich habe von, ich glaube, Dizzy das Schild bekommen. Denn, also ich vermute, Dizzy war Medic und hat mir das Schild gegeben, weil auf einmal war mein Schild weg. Und dann bin ich ganz schnell zu Lifelines und wollte gucken, ob meine Theorie stimmt. Und ich bin gerade bei Lifelines angekommen, guck rein, sehe, dass Dizzy tot ist und dann kommt der Report. Und ich Ja. meine, deine Zipfelmütze gesehen zu haben, weil ich gerade Außenbereich von Admin stehe, also von Office, Ja, und in also die Ecke rein wollte. ich. Genau, also ich stehe gerade direkt vor den Lifelines. Ich habe halt noch gesehen, dass Dizzy tot war, aber ja. Also. Auf den Lifelines halt. Gut, haben wir denn irgendwelche Verdächtigen? Blatt scheint ja gepackt zu haben So, auf der Leine. ich habe mir das ja jetzt angehört. Also ich bin gerade eben aus O2 oben rausgekommen. Und wie ich rauskam, ist das angegangen. Das könnte auch ein Selbstreport sein. Nur mal als Anmerkung. Könnte der Flitzpiepel eventuell recht haben. Aber auf jeden Fall ist Blatt jetzt auch tot. Komm schon. Verdammtes Schiff. Immer so widerspenstig. Hey, das Hellhound. Lol. das war strange. Bin Elektrik oben raus. laufe raus und sehe, wie neben mir Lavakeller stirbt. Ich habe aber keinen nebendran gesehen. Ich habe nur gesehen, wie er im Prinzip platzt. Ich habe nichts sonst gesehen. Also Warlock Kill. Klingt nach einem Warlock. Also du Das wurdest verflucht und deswegen ist er an dir geplatzt, als er zu dir gelaufen ist. An dir kann vorbei. sein, keine Ahnung. Ich bin da raus. Im Prinzip direkt neben mir, platsch. Ich denke, was ist denn jetzt? Er hat dich berührt, ja. Noch nicht mal. Noch nicht. Noch nicht mal. Ja, du Hätte kannst, Abstand. wenn du in der Nähe da bist, das klingt schon sehr nach einem Warlock-Kill, würde ich sagen. Dann bleibt die Frage, wem ist er gecursed?
Jetzt Ja, bin wen ich. hast du denn vorher gesehen, Flitzpiepel? Bist du Wer war denn irgend... gerade eben in O2? Ich? Wer ist ich? Cookie. Cookie. Aber ich war es nicht. Ich war gerade mit Lacitrix in Edmund. Da steht sie am Table, das ist richtig. Ja, aber ich bin gerade erst hingegangen. Also ich habe dich nicht irgendwie verflucht oder so. Und wer kam von oben mir von der Elektrik entgegen? Das war das Häschen. Aber ich habe dich nicht gesehen. Ja, nee, noch nicht mal von Elektrik. Ich kam aus Communications raus. War Passi jetzt dabei Nee, nee, heute? das Nee, weiß ich. leider nicht, Das nehme Wolfi. ich, Er dass du meinte, das nicht irgendwie er hat bist. Internetprobleme. Irgendwie Blacky, hat du er Spaß dran, die Türen Verrückter! zuzumachen. Vielen lieben Dank für 4 Monate. Dankeschön. Ja, Noch 2, dann haben wir das halbe das Jahr. war oben bei Heftig. Elektrik. Und das war irgendwas Pinkendes, Pinkfarbenes. Ich bin mir jetzt noch nicht sicher, ob das Dragon war oder Cookie. Deswegen habe ich nochmal gefragt. Also bei Electric war ich, glaube ich, gar nicht. Jetzt war unten O2, wo du mir entgegenkamst, Ja, wenn in ich hoch O2 bin. war ich. Ich habe gedacht, ich hätte die Baumquest nicht abgeschlossen, aber hatte ich doch. Du warst der Einzige, der mir begegnet ist dann. Ja, aber wir haben ja ein Problem, ne? Wenn wir davon ausgehen, dass beide Imposter noch im Spiel sind und wir sind jetzt 6 Leute, müssen wir theoretisch für irgendwen voten, ne? Richtig. Ja, dann würde ich jetzt auf ja, Cookie gehen. Ja, aber ich bin's halt nicht so. Bin ich jetzt auch nicht so So, überzeugt. ich war einfach im Weiß Admin-Table, hab es dort nicht. gestanden, hab gesehen, dass 2 in Admin waren. Das waren Lacitrix und ich. 2 waren in Laboratory. Und einer war, glaube ich, entweder Electrical oder Storage. Irgendwas da oben. Okay, also Cookie und Lacitrix sind dann unsere zwei Imposter. Weil. Weil ihr euch gerade so schön deckt, ihr versucht euch ein Alibi zu geben. Das kommt mir komisch vor. Ich hab ihr. Le ich, wieso? Ich sag lediglich, Sie dass ich hat sie in einfach Admin gesagt, getroffen dass ich habe. an Admin's Table stehe. Ja, das ist richtiges Alibi. Sie ist gerade Bei einem aus die. Warlock-Kill. So, wir hoffen einfach mal, dass die gute Cookie wirklich Imposter war. Kommt. Mensch, ich wollte mal ein paar Quests machen. Woher bekomme ich die Mod-Datei? die ist auch bei mir auf dem Discord, in dem Channel, wo ich dich vorhin verlinkt habe, in dem Thread. Da musst du einfach ein Stück weiter nach oben scrollen. Da habe ich halt einen Ordner gepackt, der mein Spiel enthält und gleich die gemoddete Datei. Weil du musst so oder so für Among Us mit Mod musst du eine extra Kopie machen. Und in die packst du dann die Mod rein und dann startest du quasi aus dieser Datei, aus diesem Spiel startest du dann Among Us. Ich kann dir das aber auch nochmal schicken. Beim nächsten Meeting, Knuddel, schicke ich dir das einfach. Direkt nochmal über Discord PN, wenn du das gerne möchtest. Ach, kommt schon. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Heißt wieder, ich bin verdächtig, weil ich das Labyrinth nicht hinkriege. No! No! Ich. Ja, Hellhorn. Also, wir sind noch zu viert. Wir haben auf jeden Fall einen Imposter raus. Das ist schon mal schön. So, und Blitzpiefel, Blitzpiefel,
Fitz People habe ich über den Lifelines gefunden. Also wenn du einmal rauskommst, einmal ringsrum, da liegt die Leiche von Fitz People. So, wer hat was in den Camps gesehen? Ich habe was in Aber. den Camps gesehen. Lastetrix, wolltest du was sagen? Dass du lügst. Dass ich Ich. lüge. Ich Ja. habe nur gefragt, ob du was sagen wolltest. Aber er hat doch noch gar nichts gesagt. Genau Worüber deswegen. lügt er Naja, denn? ganz einfach, weil ich wahrscheinlich wieder die Verdächtige bin, so wie die letzte Runde auch schon, weil ich eine Aussage gemacht habe. Deswegen sage ich jetzt einfach mal, er verdächtigt mich sofort wieder. Ich habe den Mord in Verteidigungshaltung. den Camps gesehen. Ich habe gesehen, wie Flitzpiepel tot umgefallen ist. Aha, und wer war's? Du. Stimmt nicht. Ich war nämlich gehandcuffed die ganze die Runde, also habe ich nicht killen können. GG an dich. Was denn, keine weitere Aussage? Allerdings habe ich auch vorher gesehen, dass Flitz People und Hellhound zusammen rumgelaufen sind durch die Kette. Aha. Aber Hauptsache erstmal wieder mich verdächtigen. Ja, irgendeinen muss man verdächtigen. Ja, weil ich eine Aussage gemacht habe, die der Wahrheit entspricht. Ich wurde auch schon so oft rausgevotet, obwohl ich nur die Wahrheit gesagt habe. Das ist das Spiel. Wie gesagt, ich war gehandcufft, ich habe nichts gekillt, ich habe auch gar nichts machen können, deswegen bin ich einfach nur durch die Gegend gelaufen. Und Flitzpiepel habe ich. Warte mal, du hast nichts machen können, auch keine Tasks? Aber Tasks kann man doch machen, Ja, wenn man gehandcufft ist. nichts an, nichts Negatives machen können. Entschuldigung, ich habe nichts Negatives machen können. Muss hier scheinbar aufpassen, was ich sage. Ich habe nichts Böses im Sinn gehabt und auch nichts Böses getan. Aber Hellhound, wolltest du nicht auch irgendwas sagen? Nö, gerade Weil ich nicht. glaube nicht, dass du ihn 2, einfach nur 1, gefunden hast. Risiko! Hast du nicht? Nee, meine ich nicht. Okay. Will ich ja schon sagen. Ja, ich weiß nicht. Je nachdem, was deine Rolle ist, solltest du es vielleicht nicht tun. Ja, eben. Das ist ja der Punkt. Was könnte der Imposter für eine Rolle haben? Könnte Morphling sein, könnte Evil Guesser sein, könnte Camouflager Also ziemlich alles kommt in Frage, ja. sein. Ja, und vergesst nicht, wir hatten auch einen Warlock, Ja. ne? Also Flitzbiebel hat ja gemeint, dass wir einen Warlock dabei hatten. Also von daher, das kann es auch sein. Also ich kann eigentlich Also nur ich. Ona gerade komplett rausnehmen. Das ist nett. Das höre ich gerne, dass ich mal unauffällig nicht sass bin. Sehr schön. Gefällt mir. Ja, also ich skip. Ich bin mir nicht sicher, was es ist. Ich leider Soll auch nicht ich? so. Ja. Ich gehe Ich auf mit skippe. auf Citrix. Oh, mach doch. Wie böse. Okay, Blitzbübel. Ich muss einfach Quest machen. Sagt mal, also heute habe ich es mit diesem blöden Labyrinth, ne? No way. Schwede, ist das nervig, ey. Und diese Türen, diese verkackten Türen. Gott, nerven die mich des Todes. Also wenn wir Citrix sehen, muss ich ganz schnell in den Emergency-Button drücken. Ich traue Citrix nicht. Also so kein Stück. Ach nee, ich kann nicht Emergency machen, weil ich das schon gemacht habe. Dammit! Schon wieder die Türen. No! Gut, da Hellhound tot ist, und du da. Was? Ich bin da, ja. Ich wollte auch gerade reporten, Ja, aber du hast ja. Report.
Ach so, Nein, nein, oh, nicht. sorry. Ach so, ja, ich bin gerade in Electrical reingelaufen und Draken war kurz hinter mir und da liegt Hellhound, also die Hälfte davon. Ja, ich habe eben in den Camps gesehen, wie Hellhound gekillt hat. So, das heißt, er war Was, entweder, wie Hellhound ja, gekillt hat? Hellhound hat Flitzpiepel gekillt in den Camps. So, da er jetzt aber tot ist, war er kein Imposter, sondern dann wahrscheinlich Sheriff. Naja, wenn Hellhound Imposter wäre und jetzt tot ist, dann wäre ja das Spiel theoretisch schon zu Ende, Deswegen. oder? Weil dann hätte vor uns, wenn wir noch zwei Imposter gehabt hätten, bei vier Leuten, wäre die Runde ja zu Ende Richtig, gewesen. also haben wir nur noch einen. Und da bleibt dann für mich gerade wirklich nur noch Last Citrix übrig. Aber auch Weil nur, ihr weil Hellhound jetzt zusammen tot ist. rumgelaufen seid, oder wie? Nein, nein, das sind wir nicht. Das Ich bin eine ganze heißt. Weile alleine rumgelaufen. Und das heißt, und dennoch könnt ihr euch beide saven, obwohl ich in der letzten Runde nichts getan habe. Finde ich gut. Oh Gott, einer von euch beide musste es ja sein. Alter, hast du nicht gemacht, Citrix? Wie geil, bitte. Wie geil ist das? Oh Gott, einer Was von euch ein beide musste es Glücksgriff. sein. So krass, Citrix. GZ. Mann. Danke Mein für, Herz. übrigens, danke für den Ja, bitte. Ich wollte nicht, Kopfschuss. dass du mir einen verpasst. Hast du gerade auf Druck jetzt noch gegessen? Ja, hat sie. Naja gut, sie hätte ja jetzt so oder Ja, so jetzt verloren, so weil oder Draken so. und Ich ich gewotet wusste, hatten. einer von Also den von beiden daher. musste mehr sein wegen den Votes. Ja. Aber ich habe einfach auf gut Glück. Hast du gut gemacht, Citrix. Ja, Sehr Mann. gut. GG. Ja. Und auch an dich, Cookie. Nice play. Ja, wirklich, Cookie. Oh. Nein, Habt ihr gut also das war gemacht. wirklich Ich ein habe ihn so grandioser Sieg gedrückt. hier. Ich Yeah, war hat sie gut ganz gemacht. kurz ein bisschen stinkig, weil du gesagt hast, ich stehe am Admin-Table. Du hättest auch nur sagen können, dass ich mit dir aus Deacon rausgelaufen bin. Wärst du trotzdem in der Nähe vom Admin-Table gewesen, also im Prinzip nichts Ja, genommen, aber hat sich ich. das. Dann hätte ich ja nicht gestanden. Dann wäre ich ja gelaufen. Muss man für One Naja, Stay aber Flitzpiepe hat ja gesagt, dass er Cookie gekreuzt hat. Also von sein? Aber daher, da, auch also das das Kreuzen Kreuzen genau, bei Elektriker? das Kreuzen von Cookie war für mich viel sasser, als dass sie am Admin-Table Aber hat er steht. nicht auch gesagt, dass er das Bunny bei Elektriker getroffen hat? Ja, Ich so. war mir nicht sicher. Ich habe halt nur auf die Farbe geachtet und nicht so aufs Design. Ja, aber da Oder ist ja in keiner Und von euch gesehen haben. Ich habe in der Runde. Dann sagte sie aber, dann hat sie sich zweimal verlabert. Und ich denke so, wie krass kann man sich denn so verlabern? Und dann war das klar, okay, dann war das nicht Dragon, sondern dann war sie das. Und ich habe Draken so oft in der Runde irgendwo mal getroffen und gesehen. Also wenn Draken der Imposter gewesen wäre, Citrix, dann hätte der mich schon Ja zehnmal umbringen klar, können, irgendwie ohne dass es muss es doch irgendjemand irgendwie mitkriegt. madig reden, oder? Und hätten? Ja, Also, alles gut, aber ich sag gut, nur. aber ich muss Und sagen, ein paar von den Kills habe ich nicht verstanden, weil ich habe ein paar von den Leuten, die ihr mir unterjubeln wolltet, nicht getötet. Gerade in der Runde, wo ich die Handcuffs hatte, hatte ich keinen gekillt. das war Da muss Hellhound. der. Ja, Aber ja. Citrix, dabei hast du dich ziemlich verraten für meinen Geschmack, weil du Inwiefern? hast original gesagt, ich war handcuffed, ich konnte nicht töten in dieser Runde. Und damit war für mich klar, du musst Nein, immer sie hat, vorher. nee, sie hat gesagt, sie konnte nicht töten, sondern sie hätte nicht töten können. Also, wenn sie Imposter gewesen wäre, imperativ, dann hätte sie nicht töten können, weil sie gehandcufft Vielleicht muss ich mir war. nochmal anhören. So Also hat sie es ich habe es formuliert. anders verstanden, aber gut. Aber Hellhound, warum hast du ihn einfach gekillt? Und das während die Camps Weil an ich waren? ihn so genervt habe. Ja, der ist für die komplette Zeit hinterhergelaufen. Der musste Arsonist oder irgendwie sowas gewesen sein. Vor allem, der hatte Ja. nur noch einen. Und Der die hätte fast Kirche. gewonnen, der Arsonist. Ja, Ja, deswegen habe ich abgedrückt und die das Kopfhörer war schon gekillt. Aber das war Hellhound hätte sich offenbaren können. Hätte Hellhound die gesagt, dass er der Sheriff ist, wäre er zwar gekillt worden, aber dann wäre anschließend klar gewesen, dass Cookie Evil Guesser sein muss und wäre dann eben entsprechend Ja, aber rausgeflogen. Cookie war nicht Evil Citrix Guesser. war Ah ja, das. Cookie war. Entschuldigung, Citrix, Entschuldigung. Dass Citrix Evil Guesser ist und dann wäre sie rausgegessen worden. Ich konnte aber nicht wissen, dass es auch einen Good Guesser gibt. Na, das war ja Disney. Nein, der Good Guesser war ich. Ach so? Das war Drecken Scheiße. war der Nice Guesser. Aber ich hatte keinen Ja. Guess mehr übrig.
Ich dachte, es wäre Dizzy. Ich melde übrigens für mich jetzt. Oh mein Gott. Ja, schließe ich mich an. What? Ja, Chat. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier wieder rauskommen, ne? Okay. Der gute Blatt hat auf jeden Fall ein Schild gekriegt. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade mitgekriegt habt. Okay. Also, der Evil Guesser, der Bösewicht ist das kleine Kind. Ja, auf jeden Fall. Das kleine Kind ist unser Imposter, der gerade gekillt hat. Und ich habe aber keine Ahnung, wer in dem Dropship dann die Leiche entsorgt hat. Das müssten die anderen, die nicht hinterhergerannt sind, vielleicht aufklären. Zumindest können wir Sola, sobald er erwachsen ist, entweder erschießen oder rausvoten. Das können wir dann entscheiden. Aber jetzt gerade nicht anfassen. Wieso? Wenn es ein Evil Child ist, können wir das auch so voten. Ach, rausvoten geht, ohne dass wir verlieren? Ja. Wie? Naja, nur wenn ihr falsch liegt, also wenn wir jetzt falsch liegen. Ich bin Imposter bin. Weil wir dich verfolgt haben, als du straight aus dem Dropship nach dem Kill rausgerannt bist. Und als der Camouflage wieder weg gewesen ist, bist du da aufgetaucht. Also, Okay. Ne? Wer rennt denn nach sowas einfach straight weg? Außer der Imposter. Also. Okay, ich versuch's jetzt ein drittes Mal. Wenn. Okay. Oder so. Wer auch immer das war. Vielleicht war es er ja auch selber. Weitermachen. Dennoch. Ich wollte trotzdem noch was sagen, Citrix. Es ist richtig, man kann das Evil Child rausvoten. Allerdings, wenn man sich vertut und das Evil Child doch ein Good Child ist, ist die Runde trotzdem für alle verloren. Ah. Also deshalb votet man eigentlich das Child nicht raus, weil ich glaube, wenn es ein Spiel gibt, wo man nicht hundertprozentig sicher sein kann, dann ist es einfach Among Us. Ja gut, deswegen. Aber hier wär ich mir halt sicher gewesen, weil ich habe ihn verfolgt, ich hatte ihn die ganze Zeit im Blick und als Camo ausging, tauchte er auf. Es hat sich jetzt erledigt, dennoch die Leiche wurde gefressen im Dropship. Wer war das? Ja, das wird sich wahrscheinlich jetzt keiner melden. Natürlich wird sich der Beuteur nicht melden, aber die, die da zuletzt im Dropship waren, könnten vielleicht versuchen herauszufinden, wer war denn zuletzt drin. Übrigens, danke, dass keiner reportet hat. Fand ich echt toll. Vielleicht hat er ja auch noch während Camo gegessen. Also, na gut. Ja, wurde bei Camo gegessen. Naja, dann skip und weitermachen. Meine Freude, mit euch spielen zu dürfen. Lüge. Wer hat jetzt eigentlich nochmal Last Round gecallt? Blatt war das, oder? Blatt hat das. Ja, und ich Flitz. Okay. Flitz muss noch eine Runde spielen, weil der hat es nicht gecallt gehabt vorhin vor der Lobby. Ja, stimmt eigentlich. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Ehrlich, ich bin gerade so ein bisschen Los Sereno.
Ich schaue morgen mal nach Among Us. Das am besten mache. Okay. Der Joker! Mensch, schön, dich mal wieder zu lesen. Hallöchen. Ich habe gerade bei Storage Cookie gefunden, beziehungsweise was heißt gefunden eigentlich nicht, sie ist an mir geplatzt. Blöd. Wer noch in meiner Nähe war, war Dizzy, aber ich glaube nicht, dass wir uns gekreuzt sind. Ich habe ihn gesehen, dass er für Laboratory war, dass er da reingerannt ist, aber ja, das ist es. Dizzy? Ja, ich bin tatsächlich in die Laboratory reingerannt. Wollte gerade zur Rakete. Dachte nochmal, weil ich habe ja ohne oben gesehen gehabt an dieser Pyramide. Dachte nochmal, ich drehe nochmal um und in dem Moment sehe ich, wie Onatel nochmal von oben nach von unten nach oben läuft und reportet. Aber ich habe die Leiche jetzt selber nicht gesehen. Sag mal, Blatt. Also ich würde, um ehrlich zu sein, schon fast auf Self-Report tippen. Hat der Dragon dich unsittlich berührt? Was? Nein. Okay. Aber wir müssen... So, ihr tollen Menschen, ich bin dann mal komplett raus. Tschö und bis bald. Alles klar, Proto, vielen lieben Dank fürs Vorbeischauen. Haben wir schon den Imposter raus? Ach was, du bist Imposter, dass ich das heute noch erlebe. Ja, das erste Mal. Der Warlock ist noch übrig. Also am besten nicht mehr kuscheln, Leute. Es muss kein Warlock sein. Das könnte jetzt aber auch eine Finte sein. Ach so. Raffiniert. Stell dir mal vor, Onatel würde Selbstreport machen und behauptet einfach, es war ein Warlock. Oder es war ein Evilgesser. Oder ein Goodgesser, der es gemeint hat. Aber auf wen hätte er gegessen? Weiß ich nicht. Aber ich meine, Sola ist ja auch während des Votings rausgegangen und da weiß ich nicht, ob da der Goodgesser einfach auf gut Glück den Imposter gewotet hat. Wie meinst du, Sola ist während des Meetings rausgegangen? Na, im Meeting wurde er doch erschossen. Ach so. Und also, wenn es der Goodgesser war, dann hat er Glück, die Imposterrolle zu erwischen. Wenn er aber Evilgesser war und sich einfach bei irgendwem vergessen hat, das ist die Frage. Also was ich sagen kann, ist, dass Cookie und ich vorhin nochmal über Lagerraum entlang gelaufen sind, so viel ich noch weiß. Da habe ich Onatel oben an der Pyramide gesehen, ich bin reingerannt, bin hoch zu der Rakete, wo man die vier Dinger macht, wollte aber dann nochmal umdrehen und in dem Moment sehe ich nur noch, wie Onatel zurückläuft und Cookie reportet. Also ich würde fast auf den Self-Report tippen. Mhm. Ich kann es euch nur so sagen, wie es war. Also, Cookie ist an mir geplatzt und ich habe es reportet. Blatt war noch gerade eben mit mir unten bei Office. Und ich meine, warte? Nee. Wer war der andere? Ist noch einer rumgewuselt. Also ich habe dich zuletzt tracken gesehen bei O2, dem Baum da oben, glaube ich, da in dem Raum so. Und war es lang? Weil ich gerade den Baum eingestellt habe. Aber ihr seid alles was. Ja, zum Schluss waren Blood Dragon und ich im Office. Dizzy, was hast du gewotet, wenn ich fragen darf? Ich habe Undertale gewotet. Weil ich auf dem Selbstreport tippe. Dann gehe ich mal mit. Aber ich sehe schon, ist egal, was ich jetzt gemacht hätte. Also, das war wirklich Selbstreport. Ja, aber wieso Dragon, tippst du als Arsonist auf Ona? Es war doch klar, dass nur noch ein Impostor im Spiel ist. Ja, es ist doch egal, was ich jetzt getippt hätte. Ja, es war doch egal, was ich jetzt getippt hätte. Oder wäre doch trotzdem raus gewesen. Ich wäre Major, ich bin Major. Aber nur deshalb. Aber Blatt, wieso wastest du mein Schild? Und Guest? Naja, ich dachte, ohne Risiko kein Spaß und hat ja schon mal geklappt. Okay. Aber danke für das Schild, ich weiß es zu schätzen, auch wenn ich jetzt gehe. Macht ja nichts. Schlaf gut damit ein. Ja, werde ich machen. Euch noch viel Spaß. Schlaf schön, Blatt. Vielen Dank fürs Mitspielen. Nacht. Auch Flitzpeople eine gute Nacht. Ja, euch auch. Ja.
Ja, auf jeden Fall wieder. Wollen wir dann noch eine 9er Runde machen oder habt ihr keinen Bock mehr? Eine Runde würde ich noch machen. Dann ja, eine Runde. Ne? Dann machen wir noch eine letzte Runde. Haben wir Codenames? Nee, Codenames. Dafür ist mir heute auch zu spät, Solana. Ich glaube, ich krieg's auch ein Kopfhörnchen. Also ja, ich habe absolut Kopfhörnchen, ne? Soll ich die Runde noch mitmachen? Da sind wir noch zu zehnt. Ja, wenn du willst, aber fühl dich nicht gezwungen. Nein, Quatsch, also. Gar kein Ding. Okay, dann letzte Runde. Dann offizielle Last Round. Warte, Leut, letzte Runde, letzte Runde. Fühl dich nicht gezwungen, die letzte Runde mitzumachen. Na, jetzt geht's los. Und Tell ist immer im Post, da votet sie. Okay. Das ist sowas von gelogen, Dizzy. Ich war heute einmal Imposter, 5-mal neutral und 12-mal Crewmate. Ja, also, oder Tell ist das, sie lügt. Oder Dizzy. Ah, ja. Immer Imposter. Und Dizzy ist auch sass, weil der kann nicht lesen. Wow. Das würde so vieles erklären. So. Mhm. Ja. Ihr seid alles süß. Seid ihr schon durch mit D4? Nee, sind wir noch nicht da, Joker. Ich bin jetzt, glaube ich, Level 97. Und ich glaube, die gute Alexina ist gerade Level 90 geworden mit ihrem Druiden. Da startet wohl noch mal eine D3-Runde, kann das sein. Ich habe da nur am Rande sowas vernommen. Wir hatten überlegt, dass wir... ich kann nicht getötet werden. Sehr gut. Wir hatten überlegt, dass wir... weil mir halt Diablo immer noch so viel Spaß macht, dann vielleicht noch mal quasi eine D3-Runde probieren. Hat Lava einen orangenen Wurm dabei? Ja, und ich glaube, Lava ist auch Chamäleon. Der ist nämlich stehen geblieben und unsichtbar geworden. Und wo war ich stehen geblieben? Ach so, und es war doch letztens, gab es doch diesen Rabatt von Blizzard für Diablo-Spiele oder allgemein für Blizzard-Games. Und da hat sich die gute Alex nämlich dieses Komplett-Bundle geholt, D2 und D3. Und dann habe ich ihr gesagt, wenn sie da Bock drauf hat und wir unsere beiden Charaktere in D4 auf Level 100 haben und die neue Season in D3 anfängt, dann könnten wir ja zusammen Diablo 3 mal ausprobieren. Aber ich freue mich voll, dass du mal wieder vorbeischaust, der Joker. Ich habe schon zu Alex gesagt, so ein paar von unseren Diablo-Spielern, ich vermisse euch. Nee, und ansonsten, Diablo gibt es bei uns... Ach, ich kann das ja nicht machen, weil ich nicht groß genug bin. Okay, ja, das kann ich auch nicht machen. Kann ich noch irgendwas machen? Ich kann Weapons machen, glaube ich. Ja, okay. Also das ist sass. Definitiv. Ah, schön, Cookie ist tot. Mhm. Also ich bin aber gerade auf dem Scanner. Und du kannst den Scanner ja nur benutzen, wenn er nicht in Benutzung ist. Nein. Durch die Mod kann auch mehrere Leute auf den Scanner gehen. Genau, damit sowas nicht passiert. Verdammt. Aber die Tatsache, dass Nobody's Found stand, deutet ja darauf hin, dass Cookie gefuttert wurde oder gecleaned. Anscheinend, ja. Echt? Ja. Ich hätte gar nicht gemerkt, dass Cookie tot ist. Gut, aber das nehmen wir jetzt mal als Lehrgeld. Also alle können auf den Scanner. Es ist gerade egal. Ja gut, aber es kann auch sein, dass Cookie... Der Andi redet rein. Ja, hallöchen, Andi. Was hast du dir angetan? Oh mein Gott. Und der Andi immer noch am Starfield zocken. Hallo, Andi. Man muss ja alle... Willkommen, liebe Andi Raiders. Hallöchen, hallöchen. Ihr seid in unsere Community Among Us-Runde reingeplatzt. Huhu, Una und Jet. Hallo, Andi. Na, wie läuft bei dir, Starfield? Gut, dann... Ich setz mich in die Ecke und schäme mich, ja. D4 zieht mich irgendwie nicht mehr an. Hoffe einfach drauf, dass da noch mehr ins Game kommt. Bin bei PoE versumpft und falls noch mal eine D3-Season startet, sind wir auch wieder dabei. Ja, sehr nice, der Joker. Sehr nice. Ich wollte gerade anmerken, Una und Dizzy leben. Ja, das ist immer weird. Also, das ist immer komisch. Meiner nimmt sich rum.
Ja, liebe Raiders von dem Angie, herzlich willkommen zu unserer Community Among Us Runde. Wir spielen Among Us immer freitags ab 20 Uhr und wir spielen mit der sogenannten Tor-Mod. Das heißt, es gibt hier mehr Rollen, als man von dem normalen Among Us gewohnt ist. Und wenn ich nicht gerade am Among Us spielen bin, dann gibt es bei mir Diablo-Content, aktuell D4. Vielleicht, wenn die neue Season startet, auch D3. Und ansonsten spiele ich sehr gerne Baldur's Gate gerade. Das sind so die Games, die ich aktuell am Laufen habe. Und zwischendurch vielleicht die ein oder andere Runde Potato, weil die macht mir auch viel Spaß. Da werde ich von dem guten Fenris geteacht. Ja, das zu mir. Ansonsten bin ich auch jemand, der sehr gerne Indie-Games zockt, sowas wie Rimworld oder For the King oder Corekeeper oder Dungeons 4. Ja, aber schön, dass ihr mitgekommen seid. Das freut mich. Aber Anni, erzähl. Wird langsam. Okay, was muss ich mir darunter vorstellen? Genau, die Knuddel hat recht. Ich spiele in Baldur's Gate eine Halborkin, die Klerikerin ist und die wunderschöne grüne Hautfarbe hat und pinkfarbene mit blauen Strähnchen Haare. Ich lade die Lights wieder an und da liegt ein Hellhound. Ja, ich habe gerade Lights gefixt. Nochmal bitte? Sprechen wird schwer, wenn man müde ist. Ich habe gerade Lights gefixt. Da waren du ja hast gerade Lights gefixt. Oben. Ja, dann wissen wir ja, wer ihn umgebracht hat. Nein, du hast Lights gefixt und das dabei Hellhound gekillt? Also die Person. Nein. Soll er im Leben nicht. Weil Hellhound war nämlich ganz unten, wenn du Büro rausgehst, unten, wo du das einzelne Wasserrohr hast, im Prinzip parallel. Dann haben wir einen Morphling, der sich zu Hellhound gemorpht hat. Die Leiche kann nicht falsch sein. Und ich habe hier Hellhound reportet. Nee, also als ich da Lights gemacht habe, da war keine Leiche, also absolut gar nicht. Ich habe da keine Leiche gesehen. Und wo hast du aber da bitte eine Leiche gesehen? Die Leiche befand sich. Naja, er muss ja die Leiche gesehen haben, sonst hätte er sie ja nicht reporten können, Yuki. Also, hat er dann insofern, gesehen. Yuki, tut mir leid, hast du dich gerade verraten. Nein, Moment. Weil es kann immer noch ein Warlock gewesen sein. Leute, nicht alle durcheinander. Also erstmal, was ist mit dir los? Was hast du gerade getrunken? Welcher Lack war das? Cola war das. Welcher Lack war okay. das? Ich habe da Yuki, jetzt sei mal ganz kurz still. Solanum auch. Der Flitzpeople wollte noch was sagen. Was wolltest du sagen? Dankeschön. Also, Yuki glaube ich nicht, dass sie es war, weil Yuki war nämlich unten an diesem Wasserrohr dran. Weil ich habe nämlich auf Yuki gewartet zuerst. Stimmt, ja. Ne, weil ich nämlich, weil Hellhound gegenüber gestanden hat. Dann ist das Licht ausgegangen und dann ist Yuki nämlich hoch und ich bin auch hoch. Und dann ist Yuki, ich weiß nicht wohin, und ich bin nämlich nach links in dieses Räumchen da, nach Weapons ist das, glaube ich. Und habe dann nämlich dieses komisches Panel da gerade gemacht, da, wenn du reinkommst. Aber dann kann Yuki doch trotzdem oben beim Lightsfixen gewesen sein, wenn sie dann von dir weg ist. Das kann ja sein, aber ich meine da damit, dass sie ihn nicht getötet haben kann. Hä? Warum nicht? Ja, aber Leute, wie soll ich das machen? Ich war die Einzige, die das gefixt hat auf die Schnelle. Ja, ich bin hochgerannt. Währenddessen soll ich Lightfixen eine Hand rüber tun und irgendjemanden killen und wieder dahinstellen oder was? Du könntest kannst auch Lightfixen und ihn danach killen. Kann da kein Warlock-Mensch reingelaufen sein? Hä? Zola ist genau. Da wäre sie ja wieder zurückgelaufen. Weißt du, wie ich meine? Das war ja, wir haben noch 40 Sekunden. Die war gerade dabei, die dachte, dass ich noch in den Lights bin, vermutlich, weil ich stand ja auch an dem Schaltkasten. Darf ich jetzt auch mal was sagen, bevor die Zeit abgelaufen ist? Ja, Dragon, rede. Sola, hast du nichts im Specimen zu tun gehabt oder hast du dein Ziel erreicht gehabt? Weil ich habe nicht das Gefühl, dass du Task machst, sondern eher, dass du die Leute angrabbelst. Kann es sein, dass du Arsenis bist? Nein, wie lange machst du heute noch? Ich werde nach der Runde auch den Stream beenden, sorry, Knuddel. Ich muss mehr laufen, aber. Keine Pass. Ja, ist Arsenis, bestimmt. Self-Call, irgendwas. Weil das ist weird. Das ist absolut weird. Muss ich kurz mal. Ja.
Okay, also sie haben Sola rausgebotet, weil er scheinbar Arsonist ist. Yuki ist aber verdächtig. Flitzpiebel hat Yuki ein Alibi gegeben bzw. gedeckt. Also, wir haben unseren ersten Killer. Lava, du bist raus. Das war sehr schlecht gemacht. Also ich war gerade auf der linken Seite beim Licht. Ganz einfach, Lava ist noch vor mir in Labor gelaufen. Ich bin hinter ihm her. Auf einmal ist er schwarz geworden und zwischen uns ist plötzlich eine Leiche aufgetaucht. Und da war Dragon geflaggt. Bin auch echt müde, bleibe aber noch da die Runde, dann gehen wir alle ins Bett. Na, ich werde noch nicht ins Bett gehen, aber ja. Wir haben einen Camouflager da. Und der hat dich auch schwarz gemacht, ich glaub, aber ich habe dich davor noch gesehen. Ich meine den anderen, der Kopierer. Morphling, glaube ich, gemeint. Nein, nein, ich habe dich vorhin schon gesehen, da wo ich oben war, hier am Reaktor. Da bist du auch schon immer um mich herum geschwanzelt. Ja. Das also bist schon du gewesen. Ich vote halt dich jetzt, Dizzy, weil das ist so eine... Wer hat euch zwei denn gesehen? Also ich habe Dizzy und Lava auf jeden Fall rüberlaufen sehen nach Laboratory. War Drecken da dabei? Das kann ich bestätigen. War Drecken da dabei? Das weiß ich nicht mehr. Ich habe verstanden, war einer dabei. Citrix, wo warst du? In Specimen und ich verlasse es auch gerade wieder und zwar nach Richtung Admin. Und ich bin auch durch Admin in Specimen reingelaufen. Also Fakt ich wollte vorhin die Task nicht zu Ende machen, weil ich hatte Angst vor Dragon in der letzten Runde. Hat sich ja erübrigt. Ja. Hätte ich keine Angst haben müssen. Also Lava ist direkt vor mir rein in Laboratory und ich ihm hinterher. Und dann hast du gekillt und dann hast du Report gemacht und dann sagst du einfach Lava aus. Nein, nein, das war schon du. Doch, das war schon du. Nein, nein, Lava. Doch. Das war einfach nur ein ganz schlechter Kill von dir. Geht es jetzt 90 Sekunden ganz so, ja? Schlechte Anschuldigung. Citrix, mach dem bitte ein Ende. Danke. Okay, ist jetzt egal, was ich hätte gemacht, okay. Mehr halt. Wie, du gehst nicht ins Bett? Es ist gleich um 3. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, Knuddel, aber ich habe einen etwas anderen Tagesrhythmus als, wie ich sie liebevoll nenne, die normalen Menschen. Meine Zu-Bett-Geh-Zeit ist so zwischen 8 und 10 und ich stehe dann so 17, 18 Uhr wieder auf und ja, ich bin halt ein absoluter Nachtmensch und habe auch einen Nachtmenschenrhythmus und von daher werde ich jetzt um 3 noch nicht ins Bett gehen. Ich werde mir dann erstmal Mittag machen oder warm machen, besser gesagt. Ist ja das perfekte Game, um sich Freunde oder Feinde zu gestalten. Ach, weiß ich nicht, der Joker. Ich sehe das halt so, das ist ein Spiel, weißt du? Und im Spiel, ne, kann man auch mal ein bisschen flunkern und so, aber man sollte es halt nicht mit aus dem Spiel rausnehmen. Ein paar sehen das. Mittag um 3, du bist der Knaller. Ja, ne, überleg mal, ich bin heute, warte, ich überlege gerade, ich bin aufgestanden kurz nach 18 Uhr. Wir haben jetzt um 3, das heißt 18 Uhr, das ist, warte mal, ja, mir knurrt schon ein bisschen der Magen. Ja, also ich würde jetzt Mittag machen, auf jeden Fall. Hä? Ah, hier. Wir lieben uns hier alle. Kann man so sagen. Nein. Aber wie gesagt, ich finde, das ist halt ein Spiel und das bleibt auch ein Spiel. Und von daher. Alter Yuki! Außer Yuki! Nein, war nur ein Spaß. Hat sie gut gemacht. Hat sie einen guten Kill hingelegt. Meine Leiche. Meine andere Hälfte, die da noch liegt. No. Aber wie kommt es, dass du so ein Nachtmensch bist? Ich war das schon immer. Also ich war schon immer jemand, der nachts eher aktiv war als tagsüber.
Und durch verschiedene Faktoren hat sich das dann noch begünstigt, dass sich der Rhythmus halt immer mehr in die Nacht hinein verschoben hat. Und es wurde mir dann quasi auch ärztlich bestätigt. Das nennt sich eine verzögertes Schlafphasensyndrom und eine Störung des zirkadianen Rhythmus ist die medizinische Bezeichnung dafür. Der Yuki, ich hab dich gesehen. Ich wurde unsichtbar, als ich stehen blieb. Das war voll sass. Ja, Lava, du hattest den Chameleon-Modifier. Und dann habe ich auf die Lifeline, meine mobile Lifeline geschaut und Unatel war aber tot. Ja, wo bin ich denn nach deinem Hacking-Tool dann hingelaufen? Specimen. Tja. Ja, worüber nach Specimen? Naja, sie liegt vor Dekon oben im Labor, also... Ich glaube, dass im Labor da unten doch dieser Vent ist und dass du da bestimmt zum Abmend drüber wenden kannst und von da in Dekon rein. Bestimmt. Sag's mir, wenn ich mich irre. Sie ist auf jeden Fall gerade unten ins Specimen mit Fitz People. Also den Anschein hinkt, als käme sie von links. Ich bin extra über 100 Tests live drüber gelaufen, um zu gucken, wer Specimen ist. Tada! Problem ist, genau, also ich bin einfach eine Eule, eine Fledermaus. Ach, ich bin beides sehr cute, aber ja. Es gibt ja, ne, es gibt, also wissenschaftlich ist ja auch erwiesen, es gibt zum Beispiel Lärchen und Eulen, so von den Menschen, von den Biorhythmen. Und ich war halt schon immer eine Eule und halt durch diverse andere Sachen hat sich das dann noch weiter nach hinten verschoben. Und ich bin einfach jemand, der tagsüber schläft und nachts wach ist. Ist einfach so. Deshalb sage ich ja immer, ich sammle Nachtmenschen oder Nachtschwärmer um mich rum, die nachts auch wach sind und Lust und Laune haben, nachts Schabernack zu treiben. Dizzy, warum gehst du so aggressiv auf die Leute los? Ich weiß. Würde ich mir mal überlegen. Schwesterchen, ich hab dich lieb. Ja, Schwesterchen, dann gehst du wieder in Defense-Mode. Okay, ich gehe mit. Übrigens, Knuddel, nur damit du es weißt, Yuki und Dizzy sind Geschwister und die necken sich immer mal so. Ja. Also die, ne? Die haben sich wirklich gern, aber. Meine ja, Lifeline. Geschwister und so. Ja, deine Lifeline. Ha! Yuki, du vertraut keiner? Ihr habt alle auf Yuki gehört. Ich habe beim allerersten Kill, das will ich mal festhalten, Yuki mit dem blutigen Messer in der Hand gesehen. Ich habe gereportet, habe alle gesehen. Yuki hat sogar zugegeben, dass sie gekillt, dass sie da beim Live sitzen war. Und niemand. Solanum, jetzt lass mal Yuki reden. Solanum, lass mal Yuki reden. Ich habe ihn nicht getötet. Ich habe ihn nicht getötet. Du standst direkt daneben. Ja, trotzdem, darf ich das aufklären? Ja, frag ich ihn. Ich stand unsichtbar. Wenn ich stehen bleibe, werde ich unsichtbar. Warum auch immer. Also stehe ich da unsichtbar im Lichtraum. Yuki fixt das Licht. Ich dachte, Yuki kommt jetzt vorbei. Wir machen irgendwie Doppelkill. Ich töte, renn zum Vent. Und ich denke so, warum hat keiner mich gesehen? Aber wenn ich stehen bleibe, wurde ich unsichtbar. Das war auch so ein Ding. Ja, weil du den. Lava, du hattest den. Du hattest den Modifier Chameleon und wenn du stehen bleibst, wirst du unsichtbar. Diesen Modifier können aber sowohl die Imposter als auch die Crewmates haben. Der wird random verteilt. Einer aus unserer Runde kann den zu 50% bekommen. Aber das erklärt doch jetzt die Situation. Wie gesagt, ich stehe da unsichtbar, keiner sieht mich, warte, bis jemand zum Licht läuft, ich töte den Erstbesten und Yuki macht gerade Licht, klack, 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 klack. Deswegen habe ich auch ein bisschen echt gehofft, weil ich habe noch zwei, drei echt mehr gesehen, dass jetzt vielleicht hier jemand sagt, das war der Warlock. Ich habe die Leiche nicht gesehen, als ich da raus bin. Da war keine Leiche. Deswegen habe ich auch keinen Doppelkill irgendwie machen können, weil ich habe dich nicht gesehen. Aber Yuki ist sehr sozial. Keine Sau. Ich werde einfach keine Leichen mehr reporten, weil man macht es nur unnötig. Nein, du bist gegangen. Nein, mir ist nichts passiert. Sola, pass auf. Einfach weiterlaufen. Nein, das Problem ist, du bestehst drauf, dass ich den gekillt habe. Nein, ich habe ihn zu 100% nicht gekillt und ich bin bei der Wahrheit geblieben. Aber Sola, ich habe dir geglaubt, weil ich habe auf Yuki gewotet. Aber du warst mir suspekt, weil du bist mit mir Richtung Specimen gegangen und als du lange genug in meiner Nähe warst, hast du dich umgedreht und bist wieder abgehauen. Deswegen war ich mir sicher, dass du Arsonist bist. Natürlich. Aber mich als Alibi brauchen. Ist es doch viel wichtiger, den Imposter rauszuvoten. Deswegen habe ich doch gewotet auf Yuki.
Es tut mir leid, Yuki, ich bin so ein bisschen immer wahnsinnig, wenn ich Imposter bin. Nein, alles töten, gut. Und töten. Alles so gut. Nein. Und wegen Yuki glaubt keiner. Doch, alle haben Yuki geglaubt. Mir gar nicht. Nein, nicht alle. Yuki hatte doch 3 Stimmen. Ja, hatte ich. Ja, aber ich. Nein, ist alles. Mach dir jetzt darum keinen Kopf. Es ist alles in Ordnung. Ich habe diese Leiche nicht gesehen, als ich da raus bin. Deswegen, ich habe auch Sola nicht verstanden, wo der auf einmal diese Leiche herkriegt. Ich habe keine gesehen. Houdini! Und ich habe nicht mal meinen Imposter-Kollegen gesehen. Ich war Chamäleon. Und ich habe auch den Kill-Move gesehen. Insofern. Ja, gleich unsichtbar, wenn das Chamäleon das tötet? Das wäre doch mal lustig. Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ich war unsichtbar, habe jemand abgestochen oder bin links bei der Kamera zum Vent gerannt. Das Geile war halt einfach. Ich hab mich richtig gefreut. Der sitzt da drinnen, grübelt sich so okay, euch zusammen. Okay, Leute, ihr könnt gerne noch weiter quatschen. Ich kümmere mich erstmal um meinen Chat und bin dann wieder bei euch. Ja, ich mache jetzt schon mal raus. Cookie, sagst du mal Fate Bescheid? Gute Nacht. Ja. Was? Gute Nacht. Wir wollten uns noch unterhalten, so. Deshalb, das wäre ganz lieb. Übrigens, Dizzy, sehr schade, dass du gerade Hacker warst. Okay, dann sage ich allen anderen, die jetzt gehen sollten, schon mal Tschüssi und ich bin aber gleich wieder da. Bis gleich. So, lieber Chat. Also krass, haben wir heute fast, ich glaube, jetzt muss ich überlegen, 7 Stunden Among Us gespielt. Alter Schwede, da waren ja einige sehr wilde Runden dabei. Ich habe schon überlegt, wo wir heute hinreden. Sind nicht mehr so viele online, aber ein paar haben wir. Es sei denn, jemand von euch hat noch eine total coole Idee, den ich nicht kenne. Okay, also nächsten Freitag kann ich mitspielen, dank einem tollen Menschen. Ja, das klingt doch gut. Wird er einfach unsichtbar. Ja, alle schuldig, alle kriegen die Höchststrafe. Und der Joker ist auch eher nachtaktiv als tagaktiv. Ja, ich sag ja, ich sammle sympathische, nachtaktive, nachtschwärmende Menschen um mich rum. Finde ich gut. Also hat jemand von euch eine Idee oder einen Vorschlag, wo wir hinreden wollen? Sonst nehme ich meine Variante. Du brauchst Welpenschutz, den kriegst du, Knuddel. Alles gut. Es war mega, oder? Oh, das freut mich, Blitzpiepel, dass es dir so gefallen hat. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann sage ich, also ihr könnt ja noch ein bisschen überlegen. Ich sage erstmal danke an Bixbit für den Follow, an den lieben Lavakeller, der einfach der Knuddel ein Tier-1-Sub spendiert hat. Dankeschön an den Blecki, der resubscribed hat für 4 Monate. Und dann haben wir noch einen Follow reinbekommen von NunuSpex. Vielen lieben Dank auch dafür. Und der wahnsinnige Andi redet hier einfach mit 37 Leuten rein. Es ist unglaublich. Vielen lieben Dank nochmal dafür, Andi. Blitz war es. Das Monkey, Manni, die ganze Zeit. Blitz war es. Ich frage mich echt, wie das dann nächste Woche wird, wenn du mitspielst, Manni. Ja, mal gucken. Ja, nächste Woche Freitag, 20 Uhr, ist auf jeden Fall wieder Among Us. Sofern wir 10 Leute zusammenkriegen, dann machen wir wieder Among Us, auch wieder mit der The Other Worlds. Danke für den tollen Stream. Immer gern, Knuddel, immer gern. Und ansonsten, wir sehen uns morgen Abend 20 Uhr. Wahrscheinlich, da muss ich nochmal mit der guten Alex reden, wahrscheinlich erst wieder mit Diablo. Und dann wahrscheinlich so 1 bis 2 Stündchen Diablo und dann wechsle ich wieder auf Baldur's Gate. Kennt ihr nicht anders von mir? Ist einfach so. Okay, Flitzbibel, okay. Hat keiner von euch jemanden, wo er sagt, der freut sich über ein bisschen Gesellschaft? Sonst, wie gesagt, suche ich uns jemanden. Niemand? Niemand? Sogar niemand? Ich habe jemanden, der ist total gechillt. Da kann man gut bei einschlafen. Kommt gut zu liegen allerseits. Nee, such du aus. Alles klar. Dann weiß ich schon, wen wir nehmen. Ein sehr sympathischen Menschen, zu dem ich immer wieder gerne hinraide. Bei dem kann man wunderbar einschlafen. Und ich weiß ja, dass es auch genug gibt, die einfach gerne ein bisschen dann noch den Stream laufen lassen zum Einschlafen. Und das kann man bei diesen Menschen einfach sehr perfekt. Das ist ein ganz lieber Streamer. Also, wie schon gesagt, ne, wer es noch nicht frequentiert hat und falschen Befehl erwischt und vielleicht gerne mal mit dabei sein will, das ist mein Discord. Ansonsten, ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Wer Lust und Laune hat, wir sehen uns morgen Abend und da gibt es Diablo und Baldur's Gate Content. Ja, auch wieder mit dem Halborg. Liebe Knuddel, guten Appetit dir nachher. Dankeschön. Ach, ich habe richtig ein Loch im Bauch.
Ja, dann gebe ich euch jetzt in meine schön vorbereitete Endszene. Da bekommt ihr nochmal hübsche Musik auf die Ohren. Und dann hoffe ich, sehen wir uns auf der anderen Seite wieder und bereiten dem Streamer noch eine Freude. Und dann sage ich mal, tschu tschu, kommt gut durch die Nacht.